Apple ist innovativ und trotzdem hat das Unternehmen seit seiner Gründung kein einziges Produkt eigenständig entwickelt. Warum ist es trotzdem so erfolgreich? Entgegen allgemeinen Irrglaubens hat Apple weder den Icon Homescreen noch die Notification Bar noch ihre berühmten Tablets oder Smartwatches erfunden. Also nichts davon. Das legendäre Apple-Design mit den runden Ecken und dem Home-Button des ersten iPhones gab es schon beim Samsung F700 sechs Monate vorher. Good artists copy, great artists steal. And we have, you know, always been shameless about stealing great ideas. Steve Jobs zitiert in diesem Clip Picasso, aber trotzdem kann man das Zitat gut verwenden, um die Strategie von Apple zu erklären, die das Unternehmen heute so erfolgreich macht. Das Schema ist dabei immer gleich. Eine andere Firma erfindet neue Hardware, die dann roh und unfertig und ohne viel Reichweite vermarktet wird. Apple nimmt diese Technologie, macht sie konsumentenfreundlicher und besser und wird so erfolgreich. Das nennt man Second Mover Advantage. Das wiederum stärkt die Marke, weil einige Konsumenten zum ersten Mal über Apple mit dem Produkt in Kontakt kommen und so der Eindruck erweckt wird, dass Apple letztendlich innovativ ist. Apple ist dabei eine Supermarke, bei der alle Produkte das gleiche Image haben. Wenn das iPhone halt so leistungsstark und zugegebenermaßen etwas teuer ist, dann muss der iMac ja auch leistungsstark sein, wenn er denn teuer ist. Wie irrational das Ganze wird, sieht man gut am Beispiel des Mac Pro von Apple. Der kostet bei ähnlichen Specs wie der PC, auf dem dieses Video entsteht, über 5-mal so viel. Warum das Ganze so gut funktioniert ist, weil man einfach für emotionale Attribute bezahlt. Apple ist die Marke der Schöpfer, der Visionäre, der Designer und Kreativen. Man kauft neben dem Mac Pro an sich auch die Experience. Das Marketing von Apple ist natürlich völlig überlegen, ist nicht umsonst die wertvollste Marke der Welt. Und Apple ist heute so erfolgreich, weil Steve Jobs bereits vor 20 Jahren erkannt hat, wie Menschen denken. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried got milk and the sales are going like this. Wir kaufen Produkte nicht auf der Basis von Fakten, sondern auf der Basis von Emotionen. Dass das vor allem für Technologie gilt, wo Leistung eigentlich super einfach zu messen ist, das ist Apples größte Erkenntnis. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und lasst uns wie immer wissen, was ihr zu dem Thema denkt. Maus und Graphical User Interface hat Apple übrigens auch nicht erfunden. Steve Jobs war einfach zu Besuch bei Xerox und hat sich das dann einfach abgeschaut. Wenn ihr wissen wollt, warum die meisten Leute nicht argumentieren können, klickt jetzt rechts. Unser letztes Video zu Animes findet ihr links. Okay, ich muss nochmal. Cheers.